So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich musste diese eine Insel mal pflassen, weil da gab es zu wenig Kokosnüsse. Und jetzt bin ich auf eine neue Insel, die sehen eigentlich alle gleich aus. Ich weiß gar nicht, jetzt verfahren wir uns bestimmt. Okay, ich dachte, das Floß bewegt sich weiter vorwärts. Jetzt verfahren wir uns bestimmt. Und im Endeffekt wissen wir gar nicht mehr, wo unsere eigene Insel ist, die wir nochmal ausbauen wollten. Ich habe tatsächlich nochmal Pipi benutzt, gefunden und Pipi musste ich tatsächlich nochmal benutzen, da mich eine Schlange gebissen hat. Hier, diese Schlange, die gibt es hier noch auf dieser Insel. Und, ja, die wird uns bestimmt nochmal über den Weg kriechen. Folgedessen brauchen wir unbedingt Pipi. Ich brauche immer sehr viel Pipi. So. Ich überlege gerade, für Hai, ja. Aber eigentlich halt später. Ich hatte den einen Hai schon so dermaßen bearbeitet. Und dann dachte ich so, hey. Da war ich mitten auf dem Ozean. Dachte ich, hey. Dachte ich, du Hai. Na? Und dann hat er mich fast getötet. Dann musste ich bluten. So verbraucht man sein ganzes Material eigentlich, ne? Achso, ich sollte hier nicht so frei durch die Gegend laufen. Mein Gott, hier rennt immer noch die Schlange rum. Vielleicht sollte ich warten, bis es heller ist. Was war denn jetzt eigentlich mein Plan? Ich hab noch so ein Ding da. Genau, die Wracks oder so. Genau, das ist der Plan. Der Plan. Achso, was essen gleich. So, Inka putzt hier noch nebenbei. Das ist immer wichtig. Inka muss immer viel putzen zu Hause. Macht sie auch gut tatsächlich. Also, die kann echt viel gut putzen. Das ist, oh, guck mal, hier gibt's Schweine. Yeah. Lass uns gleich mal so Schweine abschlachten. Wir haben schon lange nichts mehr Vernünftiges zu beißen gekriegt. Aber, sollten wir uns nochmal schnell so einen Water Collector nochmal bauen? Wenn wir sowieso nicht mehr. Aber anders, wir brauchen eine Insel, die wir ausschlachten können. Vielleicht ist es ja diese Insel. Lass mal ganz kurz schlafen gehen, damit wir tags haben. Schlieb! Okay. Wir schlieben jetzt. Da sind wir. Voll und wach. Und wir brauchen was zu essen. Dann los. Haben wir was da? Zu essen? Habe ich was zum Start? Ich glaube, ich müsste noch einen Dorsch haben. Ich nenne deswegen Dorsch, das heißt irgendwie hier anders in diesem Spiel. Ja, anders ist ein Scheißname, ne? Aber es heißt tatsächlich anders. Ich habe kein Fleisch da. Wo ist mein. Oh, ich dachte gerade, mein Floß ist weggetrieben, ey. Ich glaube, dann hätte ich Selbstmord begangen. Ganz im Ernst, wenn das mal passiert, ne? Wenn so Floß mal so wegtreibt, ne? Ich glaube, dann hat man echt Probleme, ne? Wenn es nicht mehr wegkommt. Neues Floß bauen, ja. Na komm, nimm mit. Dorsche geben mittleres Fleisch ab. Ist natürlich ziemlich gut, aber ich brauche das Wildschwein, was da hinten auch ist. Wegen Leder. Ja. Schnitz. Nein, nicht das ausmachen! Das dauert 3 Jahre, bis es wieder angeht, das Feuer, Mann. Es darf niemals ein Feuer ausgehen. Ja. Alles gelernt. Boah. Boah. Jetzt ist es wieder an. 5 Jahre hat das nur gedauert gerade. Komm, ranpicken. Genau. So, jetzt schnell mal Kokosnüsse holen. Ich schleppe mir mal die ganzen Palmen hier mal hierher gleich. Warte mal. Oh, es vibriert. Ein Telefon vibriert. So, schmeiß hin. Naja, da kommen wir so ran, das ist okay. Aber trotzdem muss ich nochmal ganz kurz. Oh mein Gott. Wie konnte das nur passieren? Hä? Ach da. Schnipp. Und los. Schlürf. Leider reicht das immer nicht so ganz. Müssen wir noch mehr haben.
Am besten eine Kokosnuss nehmen, wo zwei Kokosnüsse sind. Ich muss wieso Bäumchen hacken, das nützt alles nichts. Guck mal, da ist auch noch eine Kokosnuss dran. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein mit den Kokosnüssen. Man darf nicht so viel davon futtern und trinken. Kriegt man Durchfall. Schön viel fetten Dünnflatter. Aber schönes, naja. Also, natürlich kann man die auch essen, pipapo und so. Aber, das will ich mir ersparen. Ich möchte lieber gerne mein Fleisch gleich essen. Bleib stehen, du Lümmel! Lümmel! Piek! Na komm! So. Und komm. Und so. Und schlürf. Und weg. Noch mehr? Hier war doch noch eine Kokosnuss irgendwo. Egal, ich glaube, ich sollte jetzt erstmal genug getrunken haben. Genug. Ich hab. Ah, Kokosnuss! Entschuldigung. Eine Insel voll Kokosnuss. So, wupp, weg. So, und jetzt komm, den schleppen wir jetzt mal dahin. So, was machen wir jetzt? Schlangenjagd? Ja, die Schlange muss runter von der Insel, definitiv. Die muss weg. Ach, das ist die Insel, wo wir vorhin schon mal gewesen sind, ne? Ja, ja, genau. Wo es sich nicht mehr gelohnt hat, weil da nichts mehr da war, wo wir hätten von... Moment, warum ist der Fisch denn noch da? Haben wir zwei Fische aus Versehen gehabt? Aha. Na, dann braten wir den doch auch nochmal, ne? Oder ist es der unendliche Fisch? Das wäre natürlich geil, oder? Schade. Der unendliche Fisch ist nicht unendlich. Komm, Campfire. Ach nee, aha. Muss mich ja ausrüsten damit. So, Peak! So. Und, ausrüsten mit einem Speer. Und ich hoffe, dass wir was... Oh, komm schon. Materialien... Das ist noch mehr Pipi. Das ist ja genial. Hatte ich nicht einmal schon Pipi mitgenommen gerade? Nee, habe ich aber gesehen gehabt, dass der Pipi war. Gut, dann lass es mal hinten hin. Abfracken. Ich habe mir so überlegt... Ich habe mir mal die ganze Zeit auf diesen Rochen eingestochen, ne? Ob das... Woran das wohl... Oh, guck mal, tatsächlich. Da kriegen wir noch... Reifen... Oh, komm schon, Mann. Das muss viel schneller gehen, das ist so ätzend. Wenn jetzt hier der Hai kommt, dann sind wir am Arsch. Ey, du Arsch. Mein Gott, hier sind doch... Na, siehst du. Geht doch. Zumal wir müssen ja auch gleich wieder irgendwie dahin. Warum ich die Blauhaie oder Riffhaie oder was auch immer das sein mögen, nicht getötet haben kann. Ich habe die ja versucht, mal mit einem Fischspeer abzustechen. Vielleicht liegt es daran. Wer weiß es schon, ne? So, hier wollten wir noch mal einen ranpießen. Vorsichtig, wegen Seeigel. Dann fehlen noch 1, 2, 3. Okay. Wir haben. Können wir fertigstellen. Warte mal, wo ist der hin? Hä? Wo? Ach, da hinten. Genau. Der Hai ist mit Sicherheit schon da. Natürlich. Der weiß genau Bescheid, was hier geht. Der kennt hier alles. Das Boot wird auch immer länger und länger, ne? Bis es explodiert. Ah, nö. Ja, da haben wir es. So. Ach so, warte mal eben. So, Peak. Peak. Und Peak. Und Peak. Und da. Und tara. Schön. So, links, rechts nochmal. Und dann nochmal die Spitze. Und dann sind wir hier fertig. Dann können wir "Ich bin der König der Welt" singen und so weiter und so fort. Das waren drei da hinten. Wir bräuchten dann nochmal. Wir machen uns immer noch Seile nach. Achso, wir können wieder was essen. So, das heißt, es wird schon wieder nachts. Ist nicht euer Ernst, ne? Aber ich glaube nicht, dass da noch mehr Reifen sind. Ein Reifen ist da noch. Vielleicht sollte ich das mal echt am Land ziehen hier. Ja?
Aber ich wollte ja auch mal gucken, ob da noch Kisten da sind. Aber man soll sich echt, so einen Reifen sollte man sich echt mitnehmen. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich habe die immer wegtreiben lassen. Das ist immer so eine gute Idee war. Oh, es ist total adventure-mäßig, ne? Der Hai kommt gleich und frisst uns aus. Ich hab so Schiss vor dem scheiß Hai, ey. Und wie gesagt, ich hatte beim letzten Mal nicht nur ordentlich Speere schon gejagt. Aber ich hab's nicht vollendet, weil diese Insel einfach kacke war mit nichts zu trinken und so, ne? Und es gab da keine Palmen mehr, nicht so viele mehr. Und da hätte ich mir auch keinen Kollektor bauen können. So, fantastisch gerettet. Und es wird wieder nachts, natürlich wird es wieder nachts. So, lass mich mal schnell um die Schlange kümmern hier, die sich hier noch rumtreiben soll. Da liegt so viel unter Wasser, ey, das ist irre. Wir müssen aufpassen. Die Schlange ist hier irgendwo. Komm raus, Kriechi. Du sollst auf den Grill. Oh. Komisch, stört nicht darauf. Grill? Ich komme sofort. Ja, du bist das Essen. Okay, ich lasse es. Ja, wenn wir uns nicht in Insel Mittel, Island, dann dürfte... Oh Gott, da ist sie! Ja, ich hab sie schon gehört, mein Kind. Ich sehe sie noch nicht richtig. Alter, Hund! Bist du doof? Hund! Hund! Man muss auch mal nach dem Hund rufen, ne? Da! Zwei! Ach du meine Güte! Na, dann lassen wir es bleiben. Zwei, 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 das sind zwei zu viel gerade. Vor allem, weil es jetzt auch dunkel wird einfach. Das bringt jetzt irgendwie überhaupt gar nichts. Da muss man auch ein bisschen Respekt hinter der Natur haben. Aber trotzdem müssen wir einmal gucken, dass... Boah, Alter, sagte ich, dachte ich, die Snake schon wieder hinter mir rum irgendwie gerade. Das ist Wildschwein, das brauchen wir auch gleich noch. Ist ja noch auf dem Grill, ne? Im dunklen Wildschweinjagd? Ja, komm. Vielleicht kriegen wir es ja abgestochen. Das hatten wir beim letzten Mal auch mit der... Mit dem Speer in der Hand abgepiekst, ne? Jetzt wird es zu dunkel, es bringt einfach nichts. Also wir warten erstmal, bis es wieder Tag ist. Und dann machen wir direkt weiter dann. Mal gucken. Oh, ich bleib hier an so einer Aloe Vera hängen. Wo ist mein Zelt? Mein größter Held. Neue Maus, die rutscht immer total. Ja, wir machen erstmal ganz kurz Pause.